Super, danke schön. Tschüss. Hallo, mein Name ist Julia Tremel-Thalkofer. TV Allgäu Nachrichten gibt es seit mittlerweile 13 Jahren. Und genauso lang gibt es mich bei TV Allgäu Nachrichten. Ich bin hier die Redaktionsleiterin. Ja, und jetzt stelle ich mich der Herausforderung Drei-Länder-Marathon am Bodensee und trainiere deshalb mit der Staffel von TV Allgäu Nachrichten. Ich muss ganz ehrlich sagen, als ich beim ersten Mal hier im Fitnessstudio war, nach 1,5 Minuten auf dem Crosstrainer, ja, es war ziemlich schweißtreibend. Es hatte nichts mehr mit Aufwärmen zu tun, sondern schon fast mit Auspowern, jetzt ganz übertrieben gesagt. Jetzt 3 Wochen später, man sieht erste Fortschritte, zu Fuß im zweiten Stock laufen, kein Problem mehr. Von daher, ich hoffe doch, dass es so weitergeht und wir dann irgendwie unserem Ziel Staffelmarathon am Bodensee ein bisschen näher kommen. Mein Name ist Anna Weber und ich arbeite seit 1,5 Jahren in der Redaktion von TV Allgäu Nachrichten. Und ich trainiere zusammen mit meinen Arbeitskollegen, weil ich mich einer neuen Herausforderung stellen möchte. Also für mich ist es am Anfang sehr, sehr schwierig gewesen, weil ich relativ unsportlich bin, muss man sagen. Aber jetzt haben wir uns immer regelmäßig verabredet, sind hier regelmäßig zusammen hergekommen und das macht es schon viel einfacher. Ich gehe am liebsten eigentlich morgens und dann morgens um 4 bei jemandem anzurufen und zu sagen, du, heute kein Training, das macht man eigentlich nicht. Und von daher geht das eigentlich ganz gut. Hallo, ich bin der Stefan Zipperlin und bin seit 9 Monaten in der Redaktion bei TV Allgäu. Und ich mache mit, weil ich bisher jeden Winter gemerkt habe, dass mir Kondition fehlt und da will ich jetzt was dran ändern. Das ist sehr ungewohnt. Also ich habe bisher Sport einfach gemacht, ja, draußen. Also gerade im Winter Skitouren gehen oder Abfahrt fahren oder ja, wandern gehen im Sommer. Und jetzt plötzlich in einem Raum innen Sport zu machen, ist ungewohnt, ja. Mein Name ist Christina Lessig. Ich arbeite schon seit 2008 bei TV Allgäu und seit 2010 präsentiere ich auch die Nachrichten. Ich mache zum ersten Mal bei so einer Laufveranstaltung mit. Ich bin schon sehr gespannt, wie das überhaupt abläuft. Ein Staffelmarathon am schönen Bodensee. Ich habe mich für die 9 Kilometer entschieden und dafür trainiere ich fleißig. Mein Ziel für die nächsten 2 bis 3 Wochen, ja, ein bisschen weiter noch laufen, in vielleicht einer schnelleren Zeit, aber bei der gleichen Herzfrequenz, nicht, dass es mich dann umhaut. Und ansonsten halt eben Kraft und Ausdauer trainieren. Oktober ist nicht mehr so weit hin. Hallo, ich bin der Jonas Strobel und habe bei TV Allgäu Nachrichten meine 3-jährige Ausbildung zum Mediengestalter für Bild und Ton absolviert und arbeite jetzt als Kameramann. Und ich mache mit, weil ich einfach mal was Neues ausprobieren wollte. Normalerweise habe ich gar nichts mit Laufen zu tun, spiele eher Volleyball und ja, mal gucken, ob ich es schaffe. Das Laufen am Laufband oder das Radeln, das macht man schon gerne alleine, aber so gerade in diesem Zirkel ist schon cool, wenn man einfach ein bisschen reden kann und mit den anderen einfach so schwätzen kann, wie geht's bei dir so, oder ist nicht so langweilig auf jeden Fall. Mein Name ist Dorothea Seifert. Ich arbeite seit gut 2,5 Jahren hier bei TV Allgäu und ich bin Redakteurin. Und ich laufe dieses Jahr am Bodensee den Halbmarathon mit, weil ich schon bei mehreren Laufwettkämpfen mitgemacht habe, die Stimmung jedes Mal genial ist und ich eigentlich schon seit 2 Jahren den Halbmarathon durchziehen will. Aber dieses Jahr packe ich es wirklich an. Ich
muss mich eigentlich gar nicht groß motivieren. Wenn ich abends nach der Arbeit gehe, dann tut mir das total gut. Ich finde es sehr entspannend. Ich kann so meinen Gedanken nachhängen und abschalten. Ich war ein paar Mal in der Früh, weil es sich nicht vermeiden ließ. Das fällt dann schon schwerer, weil ich eigentlich gerne länger schlafe und dann gleich in der Früh Sport. Das ist schon eine Hürde, aber ich habe die auch genommen. Das Training schaut es am Anfang so aus, dass wenigstens 4 Trainingseinheiten pro Woche gemacht werden sollten mit 3x45 Minuten Laufen und einen Tag einfach ein Kraftausdauertraining gemacht wird, zum Beispiel am THX oder auch an den Geräten. Mitlaufen auf jeden Fall sehr realistisch und ich denke auch, die machen das. Der Wille zählt auf jeden Fall mal und die machen das.